So, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur letzten Ausgabe von Astronomie am Freitag vor der Sommerpause. Heute unser wunderbares Thema, wie der Mond uns beeinflusst, uns auf der Erde, die Kräfte des Mondes, was er kann und was nicht. Mit einer neuen Referentin, Julia Sammet, hält zum ersten Mal heute hier im Physikalischen Verein den Vortrag. Und Markus Röllig wird sie gleich Ihnen etwas näher vorstellen und sie sich selbst dann auch nochmal. Und ich kann schon mal schauen jetzt, ob ich den Kontakt zum Hörsaal kriege. So, wie sieht's bei euch aus, Leute? Können wir anfangen? Okay, eine Minute, zwei, also es sind noch die Leute kommen noch rein. Sehen wir jetzt zwar nicht, ja, aber Sie sehen schon mal unsere Referentin. Ja, also Hallo. wie gesagt, letzter Vortrag vor der Sommerpause. Das heißt, dann haben Sie erstmal ein paar Wochen Ruhe vor uns. Und am 8. September sind wir wieder da mit einem Vortrag über die chemischen Elemente im Universum mit Friedrich Volk. Hallo Bruno, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. So. Ja, sagt mir Das Bescheid, ist wenn ihr gerade anfangen gekommen. könnt. Das ist gekommen. Ich hoffe, man hört auch den Ton. Das ist alles gut und klar, Hundertprozentig. weil Sie Man wissen kennt das, ja, was hier ist. Ton ist immer unser Problem. Was sagt, auf Wildschweinjagd kann man auch auf Safari gehen, sagt Hendrik van Hees. Ich glaube, das bezieht sich auf das Wildschwein, von dem alle dachten, dass es eine Löwin sein sollte. Hat sich aber jetzt geklärt. Im Süden von Berlin, ja, war halt ein Wildschwein, was für eine Löwin gehalten wurde. Passiert sowas, ja. Ansonsten, heute ist Ferienbeginn, also auch eine schöne Sache. Die Kinder haben ihre Zeugnisse gekriegt. Ja, die Guten dürfen vielleicht zur Belohnung diesen Vortrag schauen. Die Schlechten müssen ihn vielleicht schauen, damit sie besser werden. Ja, also wir sind ja eine Bildungseinrichtung. So. Können wir anfangen, Leute? Wir fangen gleich an, ja. Okay, gut. Ja, sind schon 60 Leute im Livestream. Das wären aber noch mehr. Also die 100 haben wir jedes Mal geknackt und viel auch darüber. Wir Ja, fangen an, Martin, okay? okay, gut. Dann geht's los. Wünsche Ihnen wie immer gute Unterhaltung und gute Einsichten. So. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Physikalischen Verein zu Astronomie am Freitag. Toll, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist heute unser letzter Vortrag vor den Ferien. Wir gehen in die Sommerpause mit den Vorträgen. Wenn Sie es gar nicht ohne uns aushalten, sind Sie herzlich eingeladen, während der Sommerferien Sonntag uns auch im Palmengarten zu besuchen. Da bieten wir unser mobiles Sonnenteleskop an bei schönem Wetter. Aber noch ist es noch nicht so weit und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zum allerersten Mal eine neue Referentin haben, die ich Ihnen vorstellen kann. Eine junge Kollegin, eine sehr beeindruckende junge Kollegin, die schon sehr früh begonnen hat, sich für die Vermittlung der Physik einzusetzen, zu interessieren und einzusetzen. Sie hat an der Goethe-Universität schon seit ihren Studientagen das Physik-Lernzentrum für Studierende aufgebaut und dieses inzwischen fast 10 Jahre lange Engagement ist letztes Jahr auch von der DPG, von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft mit dem Ars Legendi Fakultätenpreis gewürdigt worden. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie trotz dieses Engagements und trotz der Tatsache, dass sie auch noch an ihrer Doktorarbeit arbeitet, Zeit gefunden hat, einen Vortrag für uns und für Sie vorzubereiten. Ich freue mich sehr, Ihnen Julia Sammet vorzustellen und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag heute Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die sehr schmeichelnde Einführung. Ich freue mich wirklich sehr, heute Abend hier zu stehen und
den Kraft des Mondes zu erzählen. Also ein paar Worte über mich selbst. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität, wie Sie gerade gehört haben. Und mein Spezialgebiet ist gar nicht der Mond. Ich bin eigentlich theoretische Physikerin. Meine Arbeit sieht eigentlich so aus. Oder so, oder so, oder so. Und mein Spezialgebiet ist eigentlich die relativistische Schwerionenphysik beziehungsweise die relativistische Hydrodynamik. Aber keine Angst, heute Abend bombardiere ich Sie nicht mit ellenlangen Formeln, die nicht aufs Layout passen. Dieser Vortrag ist eigentlich für die Jüngsten hier im Publikum gerichtet und ist frei von mathematischen Formeln. Also wie Sie gerade schon gehört haben, hatte ich das Physik-Lernzentrum als in meiner Studierendenzeit gegründet. Und über Dreisat kam dann eine Anfrage zu einer Dokumentation, ob ich bei einer Dokumentation teilnehmen möchte, die sich über die Kraft des oder mit der Kraft des Mondes beschäftigt. Und so ist auch die Idee zum Vortrag entstanden. Wir dachten, es wäre ja doch ganz interessant, es einer breiten Masse zu präsentieren, beziehungsweise einer breiten Masse, die Physik interessiert ist, aber nicht Physik studiert hat. Und wenn Sie jetzt Hobbyastronom sind, hoffe ich, dass Sie sich heute Abend nicht langweilen werden. Dieser Vortrag ist wirklich ganz ohne Grundvoraussetzungen aufgebaut, mit vielen schönen Bildern, die von der NASA zur Verfügung gestellt worden sind, beziehungsweise auch von Videos. Ja, welche Themen möchte ich mit Ihnen heute besprechen? Also, zuerst möchten wir darüber reden, wie der Mond entstanden ist. Im Anschluss sprechen wir darüber, wie der Mond uns heute beeinflusst, also welche Rolle spielt der Mond aktuell in unserem Leben, welche Mondphasen gibt es, wie wirken sie eventuell auf uns. Dann sprechen wir noch über die Zukunft oder genau die Zukunft des Mondes oder wie sie ohne den Mond aussehen könnte. Wie der Mond entstanden ist, dazu gibt es verschiedene Theorien. Wir waren natürlich alle nicht dabei, aber wir können Überlegungen anstellen und mit heutigen Beobachtungen vergleichen. Und verschiedene Menschen haben das auch gemacht. Und die vier verbreitetsten Theorien möchte ich heute mit Ihnen kurz besprechen. Da gibt es die Geschwistertheorie, die Einfangtheorie und die Abspaltungstheorie und zu guter Letzt die Kollisionstheorie. Die Geschwistertheorie und Entschuldigung, da habe ich kein schönes Bild von der NASA bekommen für, deswegen gibt es eine schwarze Folie mit Plain Text. Die Geschwistertheorie besagt, dass der Mond und die Erde gleichzeitig entstanden sind. Und wenn Sie jetzt an das frühe Universum denken, direkt nach dem Urknall, ist das Universum entstanden und Atome und Moleküle haben sich gebildet und wir stellen uns dann immer eine Gas- oder eine Staubwolke vor. Und diese Staubteilchen ziehen sich gegenseitig an und bilden dann immer größere Himmelskörper. Manche von ihnen enthalten dann irgendwann so viel Masse, dass sie Kernfusion oder dass sich Kernfusion entzündet und ein Stern entsteht. Und andere verdichten sich eben zu Planeten und Monden. Und so besagt eben die Geschwistertheorie, dass Mond und Erde aus der gleichen Staubwolke entstanden sind und ein Teil wurde eben zur Erde und ein Teil zum Mond. Jeder der Theorien, die ich gleich vorstellen werde, hat so ihre Vor- und Nachteile. Aber wir lassen sie in diesem Rahmen einfach mal so für sich stehen. Die Einfangtheorie. Die Einfangtheorie besagt, dass der Mond sich ganz woanders im Sonnensystem gebildet hat und bei einer Begegnung mit der Erde vom Gravitationsfeld der Erde einfangen lassen hat. Also die Einfangtheorie kann dann verschiedene Vor- und Nachteile der anderen Theorien wieder widerlegen, aber hat dann wieder auch ihre eigenen Schwächen. Also so wurde auch weitere Überlegungen angestellt zu weiteren Theorien. Die Abspalttheorie besagt, dass sich der Mond von einer heißen, zähflüssigen und schnell rotierenden Urerde ein Tropfen abgespaltet hat, also ein sehr großer Tropfen, und daraus eben der Mond entstanden ist. Und bei dieser Theorie ist die geringe mittlere Dichte damit einfach sehr gut vereinbar, weil die eben dem Erdmantel entspricht. Und zu guter Letzt, und jetzt haben wir endlich mal wieder ein schönes Bild von der NASA, die Kollisionstheorie. Und die besagt im Großen und Ganzen, dass etwa ein marsgroßer Himmelskörper mit der Erde kollidiert ist. Und die NASA hat sich die Mühe gemacht, eine hochauflösende Simulation zu konstruieren und die schauen wir uns einfach gemeinsam an. Also, ja,
Genau, es ist eine sehr aufwendige Kollision, also Simulation. Hier trifft ein maßgroßer Körper die Erde. Und anders als bisher angenommen, nämlich dass der Mond sich über mehrere Millionen Jahre gebraucht hat, um zu entstehen, simuliert oder lässt diese Simulation annehmen, dass der Mond sich innerhalb von wenigen Stunden gebildet hat. Ja. Diese Simulation ist eine sehr rechenaufwendige Simulation. Dazu sage ich später noch mal ein paar Worte. Die Trümmerteile sind aufeinander getroffen, haben zwei Körper gebildet und der kleine Trümmerhaufen, der jetzt in weiß eingekreist ist, der wird zum Mond. Und der größere Trümmerhaufen treibt dann den kleineren in seine Umlaufbahn und hält ihn dann stabil. Die Simulation ermöglicht dann halt neue Möglichkeiten bei der Forschung oder der Entstehung des Mondes zu forschen. Schön sie auch ist, ich stoppe die Simulation hier. Ein paar Worte zur Simulation selbst. In meinem Arbeitsalltag muss ich auch eine Menge simulieren und eine solche Kollision zu simulieren ist unglaublich rechenaufwendig. Und wie das funktioniert, es wird im Prinzip so gemacht, dass die Erde und der Kollisionskörper, die bestehen in einer Simulation jeweils aus einer sehr großen Anzahl an Massepunkten. Und diese Massepunkte, die ziehen sich alle gegenseitig an. Und um deren Bewegung ausrechnen zu können, müssen Sie dabei die Kraft jedes Massepunktes auf einen anderen Punkt ausrechnen, daraus dann die resultierende Kraft errechnen auf den Massepunkt und daraus dann dessen Bewegung und das für jeden einzelnen Zeitschritt. Und das müssen Sie für jeden einzelnen Zeitschritt auch wiederholen. Und das sind wirklich sehr aufwendige Rechnungen und dafür brauchen Wissenschaftler eben diese super coolen Supercomputer. Zurück zur Physik. Warum dreht sich die Erde und der Mond? Vorher habe ich aber eigentlich noch eine andere Frage an Sie, an das Publikum. Wie findet man denn jetzt heraus, welche dieser Theorie stimmt? Haben Sie da vielleicht Ideen? Es ist jetzt so dunkel hier im Hörsaal, dass ich Sie kaum sehen kann. Sie dürfen auch einfach rufen. Es ist ein interaktiver Vortrag. Sie können nichts Falsches sagen. Wer hätte denn eine Idee? Ich sehe einen Arm ganz weit oben. Ich glaube, das ist auch der einzige. Sehr gut. Also die Antwort aus dem Publikum war, man könnte untersuchen, ob das Mondgestein dem Erdgestein ähnelt. Und das wird auch genauso gemacht. Deswegen schicken wir Raumsonden nach oben und möchten Mondproben entnehmen, um zu schauen, aus was besteht eigentlich der Mond. Hätten Sie noch weitere Vorschläge, was man machen könnte, um solche Theorien auf Plausibilitäten zu prüfen? Ist auch ein bisschen wissenschaftlich angehauchter Vortrag. Ein bisschen wissenschaftliches Denken wollen wir hier üben. Und nochmal ein Arm, der gleiche. Das ist auch sehr gut. Auch das ist gemacht worden. Gibt es noch weitere Vorschläge? Aber diesmal nicht der gleiche Arm. Hier vorne ist einer. Ja, das ist auch sehr gut. Also im Prinzip ein Plausibilitätscheck. Also bei der Einfangtheorie zum Beispiel könnte man ja ganz einfach berechnen, beziehungsweise einfach ist es nicht. Man müsste berechnen, wie speziell ist denn so eine Umlaufbahn, die einen Himmelskörper haben muss, um von einem anderen Planeten eingefangen zu werden. Und wenn man da irgendwie eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit rauskriegt, dass es eine sehr komische und merkwürdige Bewegung machen müsste, dann ist so eine Theorie einfach nicht besonders plausibel. So schön sie dann auch die Unterschiede zwischen Mond und Erde erklären könnte. Aber wenn die Bewegung einfach nicht stimmen kann, dann kann der Himmelskörper nicht von der Erde eingefangen sein. Und so gehen Wissenschaftler im Prinzip auch vor. Sie überlegen, was ist denn halt plausibel und haben dann ihre verschiedenen Methoden, das zu prüfen. So, und jetzt zur Frage, warum dreht sich der Mond um die Erde? Auch das ist eine Publikumsfrage.
Wer hat darauf eine Antwort? Ich hätte gerne Schüler. Wir haben so viele Schüler heute hier. Habt ihr das Thema in der Schule mal behandelt? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Ich kann euch unglaublich schlecht sehen. Gibt es Ideen aus dem Publikum? Also warum stürzt der Mond nicht einfach auf die Erde? Wir wissen alle, dass das Tatsache ist. Warum stürzt er nicht auf uns? Doch, ich sehe einen Arm. Wegen der Geschwindigkeit, das ist ein sehr gutes Stichwort, aber wir brauchen noch mehr. Ja? Sehr schön. Genau das ist die richtige Erklärung, warum der Mond sich auf der Kreisbahn bewegt. Ich werde das gleich wiederholen. Fliehkraft nennen wir Physiker übrigens Zentrifugalkraft. Das wird im Volksmund Fliehkraft genannt. Also der Mond, es wurde gerade gesagt, der Mond, der Himmelskörper Mond, der hat eine gewisse Geschwindigkeit und mit dieser Geschwindigkeit bewegt er sich durchs Universum. Also wenn das der Mond ist, möchte der einfach geradeaus fliegen. Aber hier ist die Erde und die Erde hat eine so große Masse, dass sie oder die Erde eine gewisse Kraft auf dem Mond ausübt. Das heißt, das Gravitationsfeld der Erde wirkt eine Kraft direkt auf dem Mond aus und zieht den Mond an. Das heißt, wenn der Mond sich hier in die Richtung bewegen will, wird eine Kraft von der Erde auf dem Mond in diese Richtung ausgeübt. Und dann entsteht ein resultierender Vektor, nennt sich das, der die ba Umlaufbahn des Mondes kippt. Das heißt, der Mond kann nicht geradeaus laufen oder schweben, fliegen, wie auch immer. Der fliegt aber auch nicht direkt auf die Erde zu, sondern es bildet sich ein resultierender Vektor aus den Kräften und der Mond wird abgelenkt. Nun steht der Mond hier an dieser Stelle. Und an dieser Stelle passiert dem Mond genau das Gleiche. Jetzt möchte er geradeaus so weiterfliegen, wird aber von der Erde so angezogen. Was dann wieder entsteht, ist wieder ein resultierender Vektor in diese Richtung. Dann fliegt der Mond in diese Richtung weiter. Und jetzt ahnen Sie schon, wenn man diese Bewegung noch ein paar Mal hintereinander ausführt, bekommt man eine Kreisbewegung. Und das ist der Grund, warum der Mond sich um eine Kreisbahn um die Erde bewegt. Ja. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir später noch behandeln werden. Das nennt man dann Gesamtdrehimpuls des rotierenden Systems. Also das Mond und Erde haben schon ein rotierendes System gebildet und dann gibt es einen Gesamtdrehimpuls, eine Gesamtenergie. Und das behandeln wir dann ziemlich am Ende des Vortrages, sonst nehmen Sie mir jetzt zu viel weg. Also wenn es nichts ausmacht, würde ich weitermachen. Oder gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Die Ecke da hinten kann ich übrigens gar nicht sehen. Also die müssten einfach laut werden. Den Arm sehe ich aber. Ich finde das eine sehr gute Frage und ich überlege mir das, ob ich das in den Physik-Vorkurs mal als Fragestellung mit aufnehme. Ich persönlich habe das natürlich jetzt nicht ausgerechnet. Und kann ich darauf keine Zahl, also kein Zahlenwert beantworten. Aber den wird man errechnen können. Ja. Den Livestream hört man sich. Die Frage war, wie viel schneller sich der Mond bewegen müsste, damit er von der Erde sich entfernt, oder wie viel langsamer er sich bewegen müsste, damit der Mond auf die Erde stürzt. Und die Frage kann ich nicht mit einem Zahlenwert beantworten. Das war meine Antwort gerade. Die wurde ja gehört. Genau. Genau. Okay, dann fahren wir thematisch weiter fort. Also das Thema, wie der Mond entstanden ist, haben wir nun abgehandelt und wir wissen jetzt auch, warum der Mond uns nicht einfach so verlässt. Wir können jetzt darüber sprechen, wie er uns denn heute beeinflusst. Und die prominenteste Frage ist, glaube ich, schlafen wir bei Vollmond schlechter? So, Hände hoch. Wer schläft bei Vollmond schlechter? Das sind jetzt doch einige. Okay, und jetzt mal eine ganz ehrliche Antwort. Wer schläft schlechter
trotz geschlossener Rollläden oder ähnliches, wenn sie den Mond nicht sehen können? Doch noch ein paar Meldungen. Gut, dann sollten wir der Frage doch mal auf den Grund gehen, oder? Dann schauen wir uns doch die Mondphasen mal an. Hier in einem großen Übersichtsplan. Oben sehen wir die Sonne gegenüber die Erde mit dem Mond, der sie umkreist. Ganz links der Mond, der Neumond, bei dem die Erde, von der, also bei dem von der Erde die abgewandte Seite von der Sonne beleuchtet wird. Und wenn der Mond jetzt etwas weiter wandert, das zweite Bild von links, dann wird der Mond von der Sonne etwas angestrahlt, so dass man von der Erde nun einen Teil sehen kann, also einen Viertelmond. Und wenn der Mond dann wieder weiter wandert, sehen wir dann irgendwann schon die Hälfte des Mondes. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen ins Bild, steht der Mond nun so, also bei Vollmond, so, achso. Genau, den Dreiviertelmond habe ich ausgelassen. Gut, der Mond wandert weiter, man sieht immer mehr vom Mond, das ist schon klar. Und irgendwann steht der Mond dann so in seiner Umlaufbahn zur Erde, dass man den halben Mond sehen kann. Das haben wir etwa bei der Monatshälfte. Etwa einen halben Monat braucht er, um einen Vollmond sehen zu können. So. Und worauf ich jetzt hinaus will, wenn Sie jetzt noch mal genau auf dieses Bild schauen, dann wird der Mond immer zur Hälfte angeleuchtet. Der Mond ist immer zur Hälfte beleuchtet. Aber aufgrund der Stellung zur Erde sehen wir das nicht. Oft habe ich auch, und deswegen wollte ich mir diesen Mythos gerne mal aufräumen, auch mit dem Vollmond schlafen wir bei Vollmond schlechter. Die Leute glauben oft, bei Neumond wäre der Mond nicht da. Aber er ist da. Er ist immer da. Immer, immer, immer. Der Mond verlässt uns nicht. Wir sehen ihn nur einfach nicht. Und das liegt einfach am Neigungswinkel, wie er gegenüber der Erde, also gegenüber der Erde steht. Also wie der von der Sonne angeleuchtet wird. Also Sie sehen in all diesen Bildern, der Mond wird immer zur Hälfte angeleuchtet und je nachdem, wie er sich zur Erde befindet, können wir das sehen oder eben nicht? Ja, und bei Neumond sehen wir eben gar nichts vom Mond und beim Halbmond sehen wir eben die Hälfte und beim Vollmond sehen wir den Mond in seiner vollen Pracht. Und damit das nicht bei Piktogrammen bleibt, schauen wir uns jetzt noch schöne Bilder von der NASA an. Das ist der Neumond, den die NASA fotografiert hat. Sehr dunkel, aber man sieht dennoch die Struktur und die ganz prominenten Flecken vom Mond. Und hier haben wir dann schon einen Viertelmond, einen Halbmond, Dreiviertelmond. Merken Sie sich ruhig die Flecken, auf die wollen wir später auch noch mal hinaus. Ich tease es doch schon mal an. Wir sehen immer die gleichen. Ein Vollmond. Und wenn der Vollmond voll war, dann nimmt er auch wieder ab. Also einen abnehmenden Dreiviertelmond, einen abnehmenden Halbmond, einen Viertelmond und dann nochmal als gesamte Übersicht in der Stellung zur Erde. Und dann hatte ich auch noch für die Kinder was mitgebracht, beziehungsweise wenn Lehrer unter uns sind, die das in der Schulklasse mal üben wollen, wenn sie die Mondphasen zu Hause simulieren wollen, dann nehmen sie einfach eine ganz große Lampe mitten im Raum. Können einen Styroporball nehmen, den aufspießen, von mir aus mit einem Bleistift und halten den dann genauso wie die Dame im Bild von sich weg und drehen sich einfach. Und dann sehen Sie auch die Mondphasen. So, wie bitte? Was war da aus dem Publikum? Okay. Und wenn Sie das zu Hause dann einfach so naiv machen, dann steht der Neumond zwischen Erde und Ihrer Lampe, dann gibt es jeden Monat, genau, dann gibt es jeden Monat eine Sonnenfinsternis. Haben wir leichtes Gelächter, das heißt, Ihnen ist es aufgefallen. Was ist Ihnen aufgefallen? Ja, es wäre schön, wenn es so wäre. Das heißt, sie deuten an, wir sehen nicht jeden Monat eine Sonnenfinsternis. Weiß jemand warum? Wie bitte?
Die Bahn ist geneigt. Welche Bahn ist denn geneigt? Richtig. Die Bahn des Mondes ist um 5 Grad zum Erdwinkel oder zur Erdumlaufbahn versetzt. Noch dazu hat die NASA eine schöne Simulation erstellt. Ah, jetzt übertönt es mich. Die schauen wir uns auch einfach mal genauso an, was passiert, wenn der Neigungswinkel 5 Grad beträgt. Und was Sie hier sehen, ist also, dass der Mond manchmal zu weit oben ist, manchmal zu weit unten. Das heißt, der Schatten des Mondes trifft die Erde nicht immer ganz, beziehungsweise trifft sie nur, wenn Sonne, Erde und Mond im richtigen Winkel zueinander stehen. Nur dann gibt es eine Sonnenfinsternis. Also könnte der Mond das Verhalten von Leben beeinflussen, beziehungsweise zurück nochmal zur Frage, was ist eigentlich die Erklärung dann dafür, dass wir bei Vollmond schlafen? Also wir wissen jetzt, der Mond ist immer da, wir sehen ihn nur einfach nicht immer. Wie würden Sie sich das jetzt nach dem Wissen erklären, dass wir schlafen? Hat jemand plausible Erklärungen dafür? Ja, da vorne in der Ecke. Er ist einfach heller, genau. Ja, das würde ich auch so sagen. Ich denke, wir können gemeinsam festhalten. Man kann es nicht damit erklären, dass der Mond nicht da wäre, sondern das Licht des Mondes ist in der Nacht einfach deutlich heller. Und Licht hat natürlich immer einen Einfluss auf unseren Schlaf, aber das Mondlicht stammt jetzt zwar nicht, also stammt ursprünglich von der Sonne, ist aber durch die Reflexion, hat eine andere Farbe, eine andere Frequenz bekommen. Aber psychologisch kann man, glaube ich, schon selbstverständlich damit erklären, dass helleres Licht uns wach hält. Und biologisch auf Zellebene gibt es auch aktuelle Forschung. Das wäre dann Stichwort Kryptochrom, die dann nachweisen können, dass Lebewesen also auf unterschiedliche Arten von Licht reagieren und sich danach anpassen können. Das wäre dann auch das Stichwort, könnte, also wie das Verhalten von Lebewesen beeinflusst werden können. Jetzt habe ich selbst genannt, das Stichwort Kryptochrom. Das hätte ich gerne von Ihnen gehört. Wer von Ihnen hat das Wort denn Kryptochrom schon mal gehört? Noch nie? Kryptochrom? Das ist die Fähigkeit, beziehungsweise das ist ein Gen, oder wir nennen es auch innere Monduhr. Und einige Lebewesen besitzen so eine innere Monduhr und damit können sie sich an den Tag-Nacht-Rhythmus anpassen. Und für Lebewesen bringt es sicherlich einen bedeutsamen evolutionären Vorteil, sich an regelmäßig wiederholende Veränderungen in ihrer Umwelt anpassen zu können. Ja, und der Tag-Nacht-Rhythmus ist wohl der dominanteste, also ist die dominanteste Regelmäßigkeit, aber auch eine Anpassung an Neu- und Vollmond sind bestimmt vorteilhaft. Und die sogenannten Kryptochrome erkennen halt in Lebewesen das Licht und können wohl zwischen Sonnen- und Mondlicht unterscheiden und so beispielsweise ihren Fortpflanzungszyklus darin synchronisieren. Und in der Dreisat-Reportage, für die die Dokumentation und das ursprüngliche Wissen angeeignet wurde, die haben das da auch ganz schön aufgegriffen und nochmal aufarbeitet und zeigen da wunderschöne Szenen mit Krabben, die dann bei Vollmond den gesamten Strand fluten und sich dann paaren. Das ist deren Paarungszeit. Und man konnte das im Labor halt auch nachstellen. Also es ist wirklich nachgewiesen worden, dass diese Kryptochrome in den Krabben noch aktiv sind, nachdem sie ihre innere Monduhr gerichtet haben. Ja, also man kann sagen, dass selbst der einfachste Organismus schon Mond und Sonne zur Zeitmessung verwenden kann. Dann denke ich, können wir zu unserem nächsten großen Thema kommen. Die wahrscheinlich stärkste Wirkung, die der Mond auf die Erde hat, und zwar die Gezeiten. Und wir haben vorhin gelernt, der Mond umkreist die Erde in einem Monat circa einmal. Und wenn der Mond die Gezeiten auslöst, wie oft würden Sie dann Ebbe und Flut erwarten? Jeder, der die Antwort kennt, braucht sich jetzt mal nicht melden. Also das ist eine Fangfrage. Wer möchte mal raten? Wie oft könnte man demnach Ebbe und Flut erwarten, wenn der Mond einmal im Monat um die Erde kreist? Und schon mal ein bisschen helleres Bild, dann sehe ich das Publikum wieder.
Alle 24 Stunden. Ich finde das auch eine sehr plausible Antwort, ist dennoch nicht richtig. Und das klären wir auch gleich, warum. Aber im Prinzip könnte man auch demnach einmal im Monat oder einmal in der Woche oder alle 2 Wochen etwas erwarten. Also 24 Stunden wäre eine Antwort, die man halt mit der einmaligen Umrundung um sich selbst erwarten kann. Aber es passt, glaube ich, auch nicht zu den Beobachtungen, die wir so machen. Wenn man Nordsee oder einen Ostseeurlaub gemacht hat und dann schon so ein Bild mal gesehen hat, das passiert nicht einmal am Tag, oder? Alle 6 Stunden, das passiert also irgendwie zweimal am Tag, also 12 Stunden für einmal Ebbe, einmal Flut und dann noch mal Ebbe und dann noch mal Flut. So. Aber warum? Dann habe ich schöne Bilder mitgebracht, beziehungsweise Animationen. Wir sehen zweimal am Tag Ebbe und Flut. Also Ebbe und Flut werden durch die Anziehungskraft des Mondes verursacht. Und die Stellen auf der Erde, an denen der Mond gerade am nächsten sind, oder die Stellen, genau, die dem Mond gerade am nächsten sind, dort wirkt die Anziehungskraft des Mondes am stärksten. Deshalb türmt sich dort an dieser Stelle ein hoher Wasserberg auf. Und da die Erde sich 24 Stunden braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen, erleben wir eben einmal am Tag einen solchen Wasserberg. Aber was Sie jetzt hier schon im Video oder in dieser GIF-Datei sehen, ist einen zweiten Wasserberg auf der anderen Seite. Warum? Warum ist dieser Wasserberg dort? Das macht doch gar keinen Sinn, habe ich hier aus dem Publikum gehört. Ja, wenn das zwei starre Körper wären, macht das keinen Sinn, aber wir haben schon ein bisschen was über Rotation gehört. Das ist, ja, im Grunde genommen ist das richtig. Also der Mond rotiert natürlich um sich selbst und auch die Erde rotiert natürlich um sie selbst. Also das ist alles ist ein rotierendes Ding. Dass die Erde rotiert um sich selbst. Der Mond rotiert um sich selbst. Erde und Mond rotieren um sich selbst und die beiden rotieren um die Sonne im System. Also es rotiert alles. So, es ist also ein sehr komplexes System, aber um den zweiten Wasserberg zu klären, brauchen wir im Prinzip nur das rotierende System Mond und Erde. Wir schauen uns hier nochmal ein anderes Ding, Animation an. Wir haben ja auch wieder zwei Wasserberge, also es scheint wohl irgendwie zu stimmen. Und der Knack, wie bitte? genau, hier haben wir wieder einen zweiten Wasserberg und der Mensch ertrinkt im Wasserberg. Ich glaube, das hatten Sie gerade gesagt. ja, das war nicht beabsichtigt, aber so ist es passiert. Der zweite Wasserberg ist wieder auf der anderen Seite zu sehen. Ja, das ist auch nochmal eine schöne Animation und dann klären wir, warum es zwei Wasserberge gibt. Also, ich hatte ja schon gerade angeteasert, es gibt dieses System Erde und Mond, das rotiert und Erde und Mond rotieren zusätzlich noch um die Sonne und je nachdem, wie die drei Himmelskörper zueinander stehen, gibt es dann unterschiedlich hohe Fluten. Und der zweite Wasserberg, der erklärt sich einfach durch die Zentrifugalkraft, die im rotierenden System von Mond und Erde entsteht. Also Mond und Erde haben, wenn sie umeinander rotieren, einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und da die Erde so viel größer als der Mond ist, ist der gemeinsame Schwerpunkt sehr nah an der Erde dran. Das heißt, die Zentrifugalkraft, das müssen Sie sich dann so vorstellen, gucken wir uns nochmal das hier vielleicht eher an. Sieht man meinen Cursor? Ja, dass der Schwerpunkt eventuell des gemeinsamen Systems hier liegen könnte. Und dann wirkt eine Kraft, also die Zentrifugalkraft, genau entgegengesetzt, also in diese Richtung. Und deswegen wird das Wasser auf der anderen Seite der Erde weggedrückt. Und deswegen sehen wir zweimal am Tag Ebbe und Flut. Oder ein anderes Beispiel, weiß nicht, ob Sie schon mal einen Hammerwerfer sich angeschaut haben. Wenn so ein Hammerwerfer sich mit dem Hammer dreht und um sich selber dreht, dann steht der Hammerwerfer eben nicht stabil in einem Punkt, sondern der bewegt sich ebenfalls auf einer Kreisbahn. Und zwar ganz eng und gemeinsam und den gemeinsamen Schwerpunkt mit dem Hammer. Und die Zentrifugalkraft dieser Kreisbahn oder Kreisbewegung
sorgt dafür, dass das T-Shirt des Hammerwerfers, das Bild hätte ich eigentlich einfügen können, sorgt dafür, dass das T-Shirt des Hammerwerfers am Rücken immer so angehoben wird. Und wenn Sie jetzt möchten, können Sie natürlich nach Hammerwerfer suchen, dann werden Sie in Google genau diese Bilder finden oder eben nicht, wenn der Hammerwerfer sein T-Shirt in die Hose steckt. Dann passiert das nämlich nicht. Ja, und nehmen wir jetzt nochmal hier die Sonne ins Spiel. Ich hatte es jetzt schon angedeutet gehabt. Genau, je nach Sonnenkonstellation und Stellung der drei Himmelskörper gibt es schon verschiedene Fluten. Also wenn Sonne, Mond und Erde in einer geraden Linie zueinander stehen, dann wirkt zusätzlich zur Anziehungskraft des Mondes auch noch die Anziehungskraft der Sonne. An so einer Stelle sehen wir eine ganz besonders hohe Springflut und eine ganz besonders niedrige Ebbe an den beiden anderen Seiten. Jetzt suche ich meinen Cursor wieder selbst. Ist er auf dem Beamer oder ist er auf meinem Laptop? Aber das Bild erklärt es. Ich finde meinen Cursor nicht. Und wenn Mond und Erde im 90-Grad-Winkel zur Mond- und Sonnenkonstellation stehen, dann sehen wir eben an der Stelle, die zur Sonne zeigt, eine besonders hohe Ebbe und eine besonders niedrige Flut, da wo Mond und Erde zueinander stehen. Und das nennt man dann Nippflut. Das haben wir Springflut erklärt, wir haben die Nippflut erklärt. Was noch ein Phänomen ist, über das wir sprechen oder das wir sprechen sollten in Besonderheit, ist, warum wir immer die gleiche Seite des Mondes sehen. Das passt thematisch eigentlich nämlich ganz gut rein. Wir hatten es vorhin im Publikum, glaube ich, schon mal ganz am Anfang aufgegriffen oder zumindest ein Stichwort ist dazu genannt worden. Schauen uns nochmal die Bilder gerne an von der NASA, um zu vergewissern. Also hier waren die Bilder. Das ist der Mond nochmal gewesen und wir erinnern uns, der Mond braucht einmal. Also der dreht sich einmal um sich selbst genauso langsam oder braucht genauso lange, um sich selbst zu drehen, wie er sich um die Erde dreht. Und wenn der Mond sich ja dreht, dann müssten wir ja auch andere Seiten vom Mond sehen. Und das Stichwort hatte ich halt auch gerade schon genannt, der dreht sich halt so langsam, dass wir immer nur die gleiche Seite sehen. Also hier nochmal zu Beweis, alle Flecken des Mondes sehen zu jeder Zeit immer gleich aus. Also wir sehen wirklich immer nur die gleiche Seite des Mondes. Jetzt kommen wir zurück zum Punkt. Das ist nämlich auch kein Zufall. Also der Mond rotiert um sich selbst und zwar genauso schnell, wie er einmal um die Erde rotiert. Das ist der wichtige Kernsatz. Also ein Tag auf dem Mond dauert deshalb einen Erdenmonat. Und das ist auch kein Zufall. Vor 4,5 Milliarden Jahren rotierte der Mond sehr viel schneller. Und die durch die Erde ausgelösten Gezeitenkräfte auf dem Mond verlangsamten die Eigenrotation des Mondes immer mehr. Und heute ist der Mond sozusagen Gezeiten blockiert. Also man spricht auch, also ein Physiker würde gebundene Rotation sagen. Das heißt, der Mond und die Erde gehen ein gebundenes, rotierendes System ein und drehen sich immer gemeinsam. Und von der Erde aus sehen wir deshalb immer die gleiche Seite des Mondes. Und die abgewandelte Seite des Mondes konnte der Mensch erstmals in den 60er Jahren aus dem Weltraum fotografieren. Und das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt. Der Mond verlangsamt auch die Eigenrotation der Erde. Also ein Erdtag wird dadurch jährlich um 15 Millionstel Sekunden länger. Das spüren wir nicht. Und so sieht dann ein gebundenes rotierendes System aus. Dann habe ich noch eine Publikumsfrage. Spielt der Mond eine Rolle für das Klima auf der Erde? Was glauben Sie? Ebbe und Flut, ich denke, darüber sind wir uns einig. Hat irgendwie Einfluss auf uns? Können Sie sich weitere Punkte vorstellen? Ja, tut mir leid, das habe ich nicht gesehen. Wie bitte? Also ein Schutzsystem kann der Mond sicherlich darstellen.
Also solche Sachen sind sicherlich denkbar. Natürlich bringt ein Schutzschild ein anderer Himmelskörper vor einem anderen immer irgendwie Schutz, weil er dann zuerst auf diesen einprallen könnte. Das war aber nicht ganz auf das ich hinaus wollte. Gibt es noch weitere Vorschläge? Ich sehe sie so schlecht. Ja, ganz hinten. Wie bitte? Die Gezeiteneinfluss auf den Wind, dann wären wir schon bei Klimaforschung. Da ich Physikerin bin, gehe ich auf die Frage, glaube ich, inhaltlich lieber nicht ein, weil ich da mich auf sehr dünnem Eis bewegen würde. Also, könnte man aber sich denken. Wie bitte? So, links. Ja. Das denke ich auch, ja. Also die Meeresströmungen der Erde, das Strömungssystem der Erde wäre sicherlich dadurch auch stark beeinflusst. Und jetzt so ein Katastrophenszenario mal gedacht, ja, spielt der Mund, die Animation habe ich vergessen abzuspielen. Wie würde denn ein Leben ohne Mond aussehen? So weiter in diese Richtung gedacht. Also Mond und Erde haben ja ein gebundenes, rotierendes System eingenommen. Aber wenn es den Mond nicht geben würde, der Mond stabilisiert die Erdachse, das passiert auch auf jeden Fall. Damit haben wir ein stabiles Klima. Das ist die Frage vorher gewesen. Das ist absolut richtig. Und jetzt aber zurück zur Frage, was passiert, wenn der Mond nicht mehr da ist? Also Mond und Erde bilden ein rotierendes System. Mond ist jetzt nicht mehr da. Was passiert? Ich weiß nicht, wer zuerst da war. Ich würde aber die jüngere Person dran nehmen. Ja, wir könnten uns eventuell nicht mehr zwischen Sonne und Mond orientieren. Es gäbe auch weniger Schatten, wurde aus dem Publikum gesagt. Ist denkbar, aber warum? Warum gibt es vielleicht weniger Schatten? Okay, die Frage wollte nicht beantwortet werden, aber Sie hatten dann eine andere Idee. Dann nehme ich die andere Idee erstmal auf. Ja. Was könnte noch passieren? Ich werfe das Stichwort nochmal ein. Gebundenes System. Ja. Nee. Aber sie könnte ein gebundenes, rotierendes System mit der Sonne eingehen. Das wäre nämlich ganz gefährlich. Und wenn die Erde mit der Sonne ein gebundenes, rotierendes System eingeht, was passiert dann? Da hinten ist noch eine Meldung, ich sehe so, oder es sind zwei. Ja? Genau. Wenn die Erde und mit der Sonne ein gebundenes, rotierendes System eingeht, haben wir auf der einen Seite immer Nacht und auf der anderen Seite immer Tag. Das heißt, die eine Seite der Erde könnte verglühen, während die andere quasi immer kalt ist. Aber es gab noch weitere Wortmeldungen. Die dreht sich schon noch, ja. Ja, da noch eine Meldung.
Also ich finde, das ist ein sehr schöner Input. Das ist nämlich auch genau das Schlusswort gewesen. Halten Sie dieses Szenario für möglich, dass der Mond sich von der Erde entfernt? Genau, der Mond entfernt sich tatsächlich jedes Jahrhundert, oder? Jedes Jahrhundert um, nee, genau, jedes Jahr um 4 Meter. 4 Zentimeter und im Jahrhundert 4 Meter. So. Wir haben es. 4 Zentimeter im Jahr sind 4 Meter im Jahrhundert. Also? Richtig. Also wir wissen, wann es passieren wird. Wir können das ausrechnen. Das ist in so weiter Zukunft, dass wir und auch unsere nachfolgenden Generationen das nicht mehr miterleben werden. Aber es wird passieren. Also der Mond entfernt sich tatsächlich jedes Jahr um 4 Zentimeter von der Erde und damit verlässt er uns. Das lässt sich durch die Gesamtdrehimpulserhaltung des Systems erklären. Also die Gezeitenreibung, Ebbe und Flut verlangsamen die Erddrehung. Und der Gesamtdrehimpuls in einem System muss immer erhalten bleiben und der bleibt erhalten, wenn der andere Himmelskörper sich weiter entfernt. Ja, und das wäre auch das Schlusswort für heute gewesen. Ich habe noch ein paar coole Links mitgebracht, aber die kennen Sie sicherlich alle auch. Die NASA, die ESA, Deutsche Luft- und Raumfahrttechnik und die Dreisat-Reportage, wer das auch nochmal sehen möchte. Ansonsten. So. Ja. Ich habe noch eine Frage gehört. Oh, es geht noch. Okay. Ja, natürlich. Wir haben doch noch Zeit. Die Kollisionstheorie ist gerade die populärste, weil die NASA auch diese schöne Kollisionstheorie, also diese Simulation erstellt hat, die sehr viele Dinge einfach erklärt. Wie die Zusammensetzung und die Gesamtdrehimpulserhaltung des Systems, wie es jetzt rotiert und so weiter. Gerne. Ja. Ja. Was passiert, wenn die Erdung der Mond sich entfernt und schließlich nicht mehr da ist? Ja, ich. Naja, die Erde würde dann mit. Ja, jetzt ist der Ton auch weg. Also es ist irgendwie schade. Julia hat ja sehr viel mit dem Publikum interagiert, Fragen gestellt, was eigentlich eine schöne, schöne Sache ist. Allerdings haben wir im Livestream die Fragen des Publikums gar nicht gehört. Sie hat sie dann zum Teil wiederholt. Also da müssten wir uns mal was überlegen. Ja, vielleicht dann ein Mikrofon irgendwie durchs Publikum reichen, dass der ein Frager dann eben auch im Livestream zu hören ist. Naja, also das ist dann vielleicht eine Anregung fürs nächste Mal. Denn das war tatsächlich der letzte Livestream, die letzte Ausgabe von Astronomie am Freitag vor der Sommerpause. Quasi das Ende der 9. Staffel, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und wir sind dann wieder für Sie da im September. Moment. Im September, 8. September, glaube ich, da könnte ich vielleicht Ihnen das sogar mal zeigen auf unserer Webseite. Am 8. September, genau, ist der Vortrag von Friedrich Volk mit dem System durchs Himmelszelt und mit dem System meint er
das Periodensystem der Elemente. Also es geht um die chemischen Elemente im Universum, wie sie entstanden sind und so weiter und so weiter, wer sie entdeckt hat. Also ist eine interessante Sache und Friedrich Volk ist ja bekannt dafür, dass er sich immer sehr interessante, lustige Sachen einfallen lässt und da auch ein bisschen außergewöhnliche Sachen zutage kommen. Ja, das ist also das, was im September kommt. Wenn Sie noch nicht genug von uns kriegen können, wir haben noch was Schönes für Sie. Und zwar, wir sind jetzt in den Sommerferien jeden Sonntag im Palmengarten und haben dort ein Sonnenteleskop aufgebaut, wo wir eben den Besuchern des Palmengartens die Sonne zeigen können. Wir sind da am Oktogonbrunnen und wir können da, also es ist immer sehr, sehr gut frequentiert. Die Leute lieben es, unser Zentralgestirn sich anzuschauen. Und was kann man da sehen? Wir sehen natürlich mit entsprechenden Filtern die Sonnenflecken. Auf der Sonne ist ja gerade einiges los. Und wir sehen mit einem speziellen Instrument noch die Gasausbrüche am Rand der Sonne, die Protuberanzen. Das können Sie alles sehen. Und bei der Gelegenheit nochmal, das sagen wir wie eine kaputte Schallplatte immer wieder, bitte nicht mit ungeschütztem Auge in die Sonne schauen, sondern kommen Sie in den Palmgarten, kommen Sie zu uns und schauen Sie sie da unter professioneller Anleitung an. Das ist also eine schöne Sache. Und solche Sachen, wie eben die Palmgartenaktion und so weiter, das bekommen Sie zum Beispiel auf unserer Homepage, zu sehen. Da können Sie sich informieren, was wir eben so machen. Sie sollten vielleicht auch den Newsletter, abonnieren, dann kriegen Sie auch noch per Mail gesagt, was wir eben an Veranstaltungen, Vorträgen, Seminaren und so weiter eben so tun. Und Sie können auch über die Homepage uns eine Spende zukommen lassen, für die wir uns auch sehr bedanken. Damit unterstützen Sie unsere Arbeit. Und die Krönung des Ganzen ist natürlich die Mitgliedschaft im Physikalischen Verein, auch wenn Sie das noch nicht sind, lege ich Ihnen ans Herz, überlegen Sie sich, es ist eine schöne Sache. Ja. Dann würde ich sagen, bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Sommer zu wünschen. Ein schönes Wochenende erstmal. Genießen Sie den Sommer. Kommen Sie zum Palmgarten. Gibt auch noch andere schöne Sachen, die man im Sommer so tun kann. Erholen Sie sich ein bisschen. Eine gute Zeit und bis zum September. Tschüss.